Ja, sehr gerne. Für was versteht dein Kanal? Also wir fragen einfach... aber über was? Über was? Wir können Argumente liefern. Ganz kurz, was es geht um verschiedene Themen. Also, jetzt gerade ist es, ob man Deutschland vielleicht verbieten soll oder nicht. Ja, darum geht's. Ja. Also kann ich dich fragen? Da habe ich zu wenig Ahnung von. Ich mach da mit. Okay, sollte man ein Verbot machen, auszusprechen für Deutschlandflagge oder? Nein, natürlich nicht. Also ich finde, wir sind ein modernes Deutschland, wo wir auch jetzt rausgewachsen sind. Und ich finde, man kann jetzt zu sportlichen Ereignissen auf jeden Fall sich freuen über die deutsche Nationalmannschaft. Ohne Problem. Man macht sich Sorgen über diesen Rechtsruck in Deutschland und diese ganze Geschichten, was passiert. Ja, natürlich, man macht sich Sorgen über den Rechtsruck. Auch ich. Aber ich finde, man kann sich trotzdem über die deutsche Nationalmannschaft freuen und über die Werte, die wir verteidigen. Also wir sind ein modernes Land, ein weit fortgeschrittenes Land, wo wir auch ohne Problem uns freuen können über unsere Nationalmannschaft, ohne Problem. Aber wenn man die Flagge rausholt, das hat schon mit nationaler Stolz zu tun. Also wenn ich jetzt als Türkei oder Iraner müssen wir differenzieren zwischen Nationalstolz und dem Fakt, dass man sich über die nationale Mannschaft freut. Das ist ein großer Unterschied. Ich meine, keiner läuft auf der Straße mit einer nationalen Flagge rum, so, wenn keine EM ist oder sowas, weißt du? Das ist so ein bisschen das Ding so. Und natürlich, ich würde niemals eine Deutschlandflagge rumtragen mit mir, weil ich einfach keinen Nationalstolz auf Deutschland habe. So. Niemals so. Habe ich einfach nicht so. Also, und es gibt auch wenige Leute, die das haben. Aber, wenn wir hier auf der Fanmeile sind in Berlin und wenn die EM in Deutschland ist und Deutschland spielt, dann finde ich das auf jeden Fall verständlicher, als wenn man das im Alltag einfach so rumträgt. Das muss man auf jeden Fall groß differenzieren dazwischen. Also, aber ich verstehe natürlich den Ansatz davon, dass es halt sehr, sehr rechts rüberkommen kann oder nationalistisch. Das ist sehr, sehr wichtig, aber. Also das ist, wenn man bei einem Fußball spielt, ja. Ne? Also da ist okay, wenn man sagt, das will ich gar nicht sagen. Ich will gar nicht sagen, dass es bei einem Fußballspiel okay ist. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, was für einen Hintergrund die Person hat, die es halt sozusagen macht. So. Ich meine, wenn da irgendeine rechtsextreme Person ist und dann halt irgendwas passiert, so, dann ist es halt einfach so. Ich meine, keiner hier ist für rechts so. Sie fragen 10 Leute und alle sagen, sie sind alle gegen rechts. Mhm. Aber das Problem ist halt einfach so ein bisschen... Weiß ich auch nicht. Ja, inzwischen vielleicht nicht mehr. Aber auf jeden Fall, sage ich mal von meiner Meinung aus, ich bin voll dagegen und ich würde auch niemals eine Deutschlandflagge rumtragen. Das traue ich mich einfach nicht. Ich habe da nicht den Stolz für. Also bist du vor ein Verbot, dass man sagt, verbiete mir die Flagge? Sagen wir mal so, ich bin nicht für ein Verbot von der Flagge, weil ich finde, das ist ein bisschen, bisschen krass, weil ich meine, wenn man sich auch so die EU anschaut im Moment, England, Italien, Frankreich, alle rechte Parteien sind an der Macht, alle. Und die verbieten auch nicht ihre Flaggen so. Und ich meine, in Deutschland ist ja die AfD nicht mal an der Macht so. Also ich meine, natürlich, ich finde es einer der beängstigendsten Sachen, die in den letzten Jahren passiert ist, dass halt wirklich die AfD so einen großen Zuwachs hatte in den letzten Jahren so. Und es ist schrecklich so. Ich fühle mich zum Teil nicht mal mehr wohl in Deutschland, weil es halt einfach so, weil ich halt so weiß, so 16% von meinen Mitbürgern in Deutschland wählen die AfD. Das geht gar nicht erst in meinen Kopf rein, weil ich halt einfach wahrscheinlich auch in meinem Umfeld so gefangen bin, dass ich halt einfach so denke, ich kenne halt wenige Leute, die halt die AfD wählen oder wahrscheinlich erst eher gar keinen so. Mhm. Aber trotzdem würde ich sagen, dass man nicht gegen die Flagge sein sollte, wieso? Sondern wahrscheinlich eher gegen die einfach Partei. Einfach ein Flaggenverbot. Ist okay, machen wir. Aber warum, was sind die Argumente für ein Flaggenverbot? Ja, weil das ist ein nationales Schutz irgendwo. Also wenn ich habe hier auch gesehen, die oder und so. Ja! Kann ich was noch dazu sagen? Ja, das ist idiotisch, weißt du, was ich meine? Ja, stimmt. Und die Deutschen sollen ja nicht von den anderen was Schlechtes lernen, die anderen sollen von Deutschen was Gutes lernen. Ja, ich finde, man muss das auf jeden Fall auch trennen von Erfolg für die Nationalmannschaft und jetzt komplett nationalistisch zu denken. Aber also ich finde, man kann sich auf jeden Fall freuen für Deutschland. Wir sind ein modernes Land, wir sind nicht mehr... Also naja, ich sage das. Es ist im Hinterkopf. Nee, guck mal, mit Blick auf die Geschichte von Deutschland. Mit Blick auf die Geschichte von Deutschland sage ich als deutscher Bürger mit Migrationshintergrund, dass man sich für Deutschland auf jeden Fall freuen kann und dass man auch anders denken kann. Mit Blick auf die Geschichte. Man darf niemals vergessen, was passiert ist. Man kann sich trotzdem. Man kann trotzdem. Sich freuen für die deutsche Nationalmannschaft und auch stolz sein auf dieses Land, was wir... Auf die Mannschaft, nicht auf das Land. Auf das Land werde ich niemals stolz sein können.
Aber auf die Mannschaft ist okay, wenn man nicht stolz ist. Ja, ich sag ja. Da bin ich anderer Meinung. Aber wenn, ein Beispiel, ne? Ja. Afghanistan spielt mit Deutschland, okay? Ja. Vielleicht die afghanische Mannschaft, ne? Ja. Die haben einen Standardball nicht gehabt, zum Beispiel. Ja. Das ist eine andere Situation, ne? Ja. Wenn Deutschland gegen Afghanistan gewinnt, 10-1 oder 10-0, bist du dann nicht stolz? Nee. Das ist kein, deswegen, das ist ja das kein ist, gleiche. Aber guck mal, das ist ein Unterschied. Ich meine, wenn Deutschland ist, ich meine, Afghanistan. Da kann man nicht stolz sein, weißt du, was ich meine? Da kann man nicht stolz sein. Kann man absolut gar nicht stolz sein. Ja, oder ein Bayern, ne? Bin ich voll bei dir. Die geben Milliarden von Euro. Ja, cool, aber das ist Quatsch. Das ist ein schlechtes Argument, weil in jedem Land gibt es diese Teams, die einfach Milliarden ausgeben. Das kann man nicht als Argument für Deutschland nehmen. Ja, aber man kann ja nicht sagen, ich bin stolz darauf. Nein, ich bin kein Bayern-Fan. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin natürlich, ich mag Bayern nicht. Keiner in Deutschland mag Bayern, außer die Bayern-Fans. Und das sind so wenige. Es ist wirklich so. Das ist wirklich so. Ja, deswegen, ich verstehe nicht, wenn jemand sagt, oh, das war Saudi-Arabien, ne? Ja. Die haben jetzt Milliarden ausgegeben. Keiner mag die Saudi-Liga. Keiner. Ich meine, ich kann ja nicht darauf stolz sein, was irgendwas gekauft ist und von Geld. Nein, das keiner. Stimmt. Keiner. Ja, das aber das hat ja nichts mit der Nazi zu tun. Hat ja nichts mit der Nationalmannschaft zu tun. Also da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich finde, man kann schon stolz auf das moderne Deutschland sein. Mit unseren Werten, die wir heute haben. Mit großem Blick auf die Geschichte. Man darf niemals vergessen, was passiert ist. Es gibt eine große Trauer in diesem Land. Viel Geschichte. Man darf niemals vergessen, was passiert ist. Natürlich, man darf das im Fokus, den Fokus nicht verlieren. Aber man kann trotzdem auf die modernen Werte stolz sein, die wir heute in Deutschland haben. Das ist okay. Aber ich bin auf jeden Fall, also abschließend, ich bin nicht dafür, dass die Nationalflagge verboten werden sollte. Ich finde, das ist ein bisschen ein Gang in die falsche Richtung. Ich finde, da sollte man, ich persönlich, falls Deutschland die EM gewinnt und im Finale halt wirklich gewinnt, da habe ich halt wirklich dann Angst davor, was danach passiert. Vor den Nationalstolzen und vor den Rechten, was da wirklich passiert. Aber ich finde persönlich nicht, dass die Flagge verboten werden soll. Das hat ja nicht mit dem Sport zu tun, das, was hier abgeht. Ne? Na doch. Das ist Sportwetten, das ist eine Industrie dahinter. Na klar, klar. Der ganze Konsum. Natürlich, klar. Und, genau. Aber das hat ja mit dem Sport nichts zu tun, fast. Klar, klar. Absolut. Absolut. Also, am besten schalten wir die ganzen Fußballspiele ab. Weil, was hat das? Da geht einer mit einem Ronaldo oder einem Neymar, der bekommt Milliarden von Euro und kauft seine Doppeldecker und der fliegt in die Welt, beschmutzt die Umwelt. Ja. Und was machen die ganzen Fußballer mit dem Geld? Weißt du, was ich meine? Ja. Eine Pflegekraft. Ganz kurz, lass mich ganz kurz dazu was sagen. Das Ding ist, diese Menschen inspirieren Leute und die sind Vorbilder für so, so viele Menschen. Und ich finde nicht, dass die Gehälter zu Fußballern angemessen sind. Ich finde, die sind immer noch übertrieben. Aber ich finde, dass die auf jeden Fall ein gutes Recht haben, weil die halt wirklich Ausnahmesportler sind. Ist so wie im Basketball. Vorbilder, die machen Werbung für Energiedrinks, Süßwasser, Süßzucker. Womit verdienen die Geld? Viele missbrauchen ihr Dasein, um Sportler zu sein. Eine Pflegekraft in Deutschland bekommt 1.500 Euro, ein Mädchen, die macht harte Arbeit. Ne? Klar. Und jemand macht ihr Werbung, bekommt Millionen von... Ja, das ist Quatsch. Konsum. Das ist ungerecht. Das ist nicht fair. Für die Arbeit, die viele Menschen in Deutschland leisten. Trotzdem sage ich, dass viele oder dass einige der Top-Sportler und Top... nicht mal Fußballer, insgesamt einfach Top-Sportler. Ein Usain Bolt, ein LeBron James, ein Messi, ein Ronaldo. Ich finde, die haben es verdient, dass sie ordentlich Geld bekommen, weil die so viele Vorbilder und für so viele Leute sind. Und dass sie so viele Leute inspirieren. Und deshalb finde ich es absolut fair, oder was heißt fair? Ich finde, sie verdienen immer noch zu viel, aber ich finde auf jeden Fall fair, dass sie mehr Geld bekommen als der Durchschnittsbürger. Weil die halt einfach überdurchschnittlich in dem Sinn, was sie halt machen. Deshalb, das sage ich dazu. Ja, aber wir können das sagen, okay. Also ich sage ja, welche Werte bringen die das die Gesellschaft? Oh, die sind Vorbilder, natürlich, ne? Ja, aber diese ganzen Streamer und so weiter, die sind auch Vorbilder. Also, guck mal, was die alle machen. Also ich finde, als Extremsportler solltest du auf jeden Fall schon viel Geld bekommen, weil du halt der Einzige in dem Feld bist, der so viel leistet. Als Beispiel, Ronaldo ist einer der besten Fußballer der Welt. Es ist schon klar, dass er mehr Geld verdienen sollte als viele andere Menschen, natürlich. Aber ich finde, in dem Maß ist es dennoch übertrieben. Wenn man jetzt sieht, wie viele Menschen wie zum Beispiel Pflegekräfte oder Polizisten Arbeit leisten und viel, viel weniger Geld kriegen. Das ist natürlich Leben übertrieben. Die Polizisten setzen ihr Leben nicht. Natürlich. Ein Ronaldo, oder Feuerwehrmänner oder Pflegekräfte. Also diese extreme Sporte, ne? Die gehen auf Knochen und so weiter. Ne? Ja. Die sind auch nicht gesunde Sportarten, diese extreme. Oder ein China. Ne? Nee, aber guck mal, es kommt ja immer darauf an, wie beliebt die Sportart ist. Ne? Ja. Ich meine, wenn du in Mount Everest hochkletterst, du kriegst nicht so viel Geld, wie wenn du Cristiano Ronaldo bist. Weil halt einfach Fußball beliebter
sicherer Sport ist als Klettern. Das stimmt. Das ist einfach ein Fakt. Das hat nichts damit zu tun, dass... Es hängt immer mit der Media zu tun und wie viele Menschen diese Sportart verfolgen, wie viele Menschen sich dafür begeistern. Also es hängt immer mit der Anzahl der Menschen zusammen, die das supporten und auch finanziell supporten. Absolut. Das ist halt das große Ding. Wenn das falsch ist, dann sagen wir falsch. Ja, ne? Wenn auf das jeden falsch Fall. Ist, dann, ja. Also zum Beispiel in China fängt an jetzt, Babys werden geboren in China, die werden trainiert im Babyalter, damit die Goldmedaillen bekommen. Zum Beispiel einen, ich weiß nicht, ob du den kennst, Basketballspieler Yao Ming. Seine Eltern wurden zusammengetan, weil die beide über 1,90 groß waren, dafür, dass er so ein 2,30 Meter Biest wird. Ja. Das ist natürlich scheiße, aber so ist es halt. Ich meine, jeder. Wir können das verbieten, wir können das ja nicht unterstützen. Man kann das nicht verbieten. Natürlich man kann das nicht verbieten. Du bist dagegen, du bist dagegen. Ich bin dagegen. Natürlich bin ich dagegen, aber man kann dafür nicht. Wir sind nicht in unserer Lage, das zu verbieten. Aber wenn du wählen könntest, ne? Ja. Und du sagst, da kommt jemand und sagt, okay, diese ganze Fußballsachen, ne? Ja. Diese die Fußballer, wie leben die? Privatjet, Yachts, die machen unsere Umwelt kaputt. Die Fußballer, ich bin für Coca-Cola. Ne? Das ist so ein kleiner Teil. Ganz kurz, bitte, da will ich ganz kurz was zu sagen. Die Fußballer sind weniger als 0,0001% von der Umwelt. Das ist nicht das größte Problem. Diese Extremen wird es immer geben. Es gibt immer Top-Sportler und Leute, die wirklich schlecht für die Umwelt sind, so faktisch. Die werben zum Beispiel viele von einem Energiedrink oder Cola. Ne? Na klar, du weißt klar, das, ne? Klar. Was ist Cola? Cola ist süßes Getränk. Natürlich, natürlich. Dafür sterben die Leute, aber dafür bekommen die von den ganzen Konzerten Millionen von Euro. Aber so funktioniert nun mal die Wirtschaft, natürlich. So ist es halt. Das ist aber falsch. Es natürlich ist von der ist Wirtschaft, falsch. Aber menschlich gesehen es ist es natürlich, natürlich falsch. Ist falsch. Also es ist ja, deswegen sollte man das nicht unterstützen. Na, unterstützen tut es ja auch keiner. Ja. Wenn wir sagen, okay, ich kaufe so ein Trikot von so einem Ronaldo, ne? Ja. Ich unterstütze Ronaldo. Ich will das nicht stimmt. Unterstützen. Ja, das stimmt. Klar. Man muss natürlich immer darauf achten, dass wer was unterstützt. Aber es ist halt trotzdem nicht in unserer Lage zu sagen, wer beliebt ist. Also es ist halt einfach, wenn man jetzt auch nicht der Meinung ist, der sollte so viel verdienen, ist es halt trotzdem manchmal so, die ganzen Leute, so viele Menschen gucken Ronaldo zu, begeistern sich für Ronaldo, dann ist es halt so einfach, dass er viel verdient. Das ist halt einfach so. Auch wenn man dagegen ist, was er supportet oder für was er Werbung macht. Aber man kann halt, man ist nicht in der Lage, was dagegen zu machen. Es ist halt einfach irgendwie die Natur der Erde. Beliebtheit, er ist der beste Sportler aller Zeiten. Oder einer der besten Sportler aller Zeiten. Was willst du dagegen machen? Man könnte sagen, im ganzen Fußballspiele alles verbieten. Aber das funktioniert auch wieder wirtschaftlich nicht. Früher, ne? Vor 100 Jahren, ne? Barcelona oder diese Mannschaft. Guck mal, wie viel die verdient haben. Ja. Jeder, der da gespielt hat, hat ungefähr 100.000. Jetzt die Ungerechtigkeit in der Welt. Nein, ganz kurz. Damals haben alle Leute im Durchschnitt viel, viel weniger verdient. Das war komplett angepasst. Die haben immer noch überdurchschnittlich extrem viel, viel mehr verdient als alle anderen. Das hat nichts mit der Zeit zu tun. Soziale Ungerechtigkeit. Die war damals genauso. Nein. Also klar, der Spalt zwischen Arm und Reich wird immer größer. Ja. Das ist ein Fakt. So klar. Aber trotzdem haben damals Extremsportler genauso viel verdient im Durchschnitt wie Leute hier. Also wie heute jetzt. Damals gab es keine Fernsehen. Ich meine vor 100 Jahren, ne? Diese ganze Kompanie gab es nicht. Ich habe die ganze Gehaltsliste gesehen. Ne? Ja. In einer Mannschaft wie Barcelona, die vor 100 Jahren war, ne? Aber der beste Spieler da hat zum Beispiel 1.800 Euro bekommen. Aber das liegt der schlechteste hat auch 1.600 Euro bekommen. Weißt du, was damals Pflegekräfte bekommen haben? Nicht. Guck mal. Die Hälfte vielleicht. Okay? Nein. Natürlich, weil die viel, viel weniger. Viel, viel weniger. Damals haben die nicht diese Möglichkeiten gehabt, wie jetzt. Damals war nicht Internet, war nicht Facebook. Ja, klar, war nicht, klar. Die haben nicht so viel Geld bekommen. Natürlich, klar. Und jetzt, guck mal, jemand bekommt Milliarden und jetzt in die dritte Liga, die bekommen fast gar kein Geld. Klar, aber wenn sie halt einfach kein Topsportler sind. Das ist so, wie wenn du im Verein spielst und der schlechteste Spieler bist, dann kriegst du halt aus Prinzip halt weniger Geld. So ist es halt. Aber so ein Unterschied? Fußball ist eine ganz beliebte Sportart. Und Cristiano Ronaldo ist in der 1% der besten Fußballer und der besten Extremsportler. Ja, okay. Ich kann sogar sagen, Thomas Müller ist in der 1% der besten Fußballer der Welt, der besten Extremsportler der Welt. Und diese Sportart ist sehr beliebt. Viele Menschen verfolgen das, geben dafür Geld aus. Somit ist es klar, dass die halt viel verdienen. Dagegen kann man nichts machen. Guck mal, wir sind ein soziales Land, ne? Klar.
du bist zum Beispiel, ne, es gibt andere Länder, wo ich herkomme. Ja. Du bist ein Arzt, du bist richtig gut, ja. Du bekommst auf einmal 100-mal mehr, ja, als ein Arzt, der normal ist. Ne? Das ist was ganz das anderes. Das ist Deutschland. Das Deutschland ist so, anderes. Wenn du auch gut bist, bekommst du eine gewisse Menge. Klar, klar. Und es gibt hier nicht so eine Schere zwischen Arm und Gut. Ne? Naja, hier, wenn du ein guter Arzt bist, bekommst du vielleicht 500 Euro mehr. Aber das ist doch kein Argument dagegen. Das, ja, ist, das ist sozial, das ist, nein, das, du sagst, ist kapitalistisch. Das heißt, du bist hinter Kapitalismus. Das heißt, dein Ziel ist es, dass Extremsportler, wie zum Beispiel Cristiano Ronaldo, verhältnismäßig weniger verdienen als... nicht verhältnismäßig, gar. Insgesamt weniger. Cristiano Ronaldo 5.000 Euro pro Monat. Eine Pflegekraft bekommt 1.000 Euro. Das wird niemals sein. Natürlich wird niemals so sein, weil er... Ist der beste Fußballer aller Zeiten. Ja und? Und alle Menschen dieser... Fast alle Menschen dieser Welt... Was hat er gemacht in der Welt? Der hat Schaden gemacht. Nein, hat er... Ja, aber also, er hat ganz kurz. Fußball ist ein Unterhaltungssport und viele Menschen wollen sich unterhalten lassen. Viele Menschen verfolgen diesen Sport. Es ist so viel Motivation. Fußball ist Liebe. Fußball ist, was die Menschen lieben, was die Menschen verfolgen. Somit ist es klar, dass der beste Fußballer aller Zeiten oder einer der besten Fußballer aller Zeiten viel verdient, weil alle Menschen diesen Werbung Menschen... Für Cola, super getrennt. Man kann sich darüber streiten, ob das gut ist, wofür er Werbung macht oder nicht. Aber er ist einer der besten Inspirationen der Welt. Das ist ja, als Ronaldo Wasser in Vordergrund gesetzt hat vor Cola. Ja, habe ich gesehen. Ja, das guck. War Wasser und so. Ja. Aber wofür macht er überhaupt Werbung? Nicht für Cola. Ja, aber wo ein anderes Energiegetränk oder was? Nein, tut er nicht. Okay. Tut er nicht. Zeig mir ein Video. Tut er nicht. Du denkst, solche Leute, die. Nein, haben sag ich hier gar nicht. Ich sag gar nicht, dass er ein perfekter Mensch ist oder sowas. Aber ich sag einfach nur, dass er nicht für Cola Werbung macht. Das ist einfach nicht so. Das ist halt einfach nicht so. Oder von was anderes. Man kann ja nicht. Es ist Konsum. Er ist kein Konsum. Ja, ist es. Ist es natürlich. Natürlich, weil wir in der. Ja, klar. Natürlich, weil wir Kapitalisten sind. Klar, alle. Ist aber nicht gut. Nein, natürlich, das sagt ja auch keiner. Deswegen sollte er nicht so viel Geld bekommen. Trotzdem ist er eine inspirierende Person. Von was ist inspiriert? Für seine fußballerischen Leistungen. Mhm. Er ist einer der besten Sportler aller Zeiten. Naja, also. Aber trotzdem, ihr habt euch wirklich gut ausgedrückt. Fußball ist Unterhaltung. Mhm. Und viele Menschen lieben Fußball als Unterhaltung. Ja. Fußball ist einer der beliebtesten Unterhaltungssachen. Also Fußball ist sogar die beliebteste Unterhaltung wahrscheinlich. Von vielen arbeitenden Menschen. Und natürlich, wenn viele Menschen sich von Fußball unterhalten lassen, dass dann auch die Nummer 1% der Fußballer, wie zum Beispiel Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, dass die auch viel verdienen. Weil alle Menschen dieser Welt verfolgen halt diesen Menschen, weil er halt super Fußball spielt und dieses als Nummer 1 Unterhaltung sehen, somit verdient er halt viel Geld, weil viele Menschen sich begeistern für diesen Sport und für diesen Fußballer, weil er halt so viel Einfluss hat, weil viele Menschen einfach Fußball lieben und er einfach der Beste ist. Also, ja. Alles gut, ich danke dir, du hast dich sehr gut ausgedrückt. Ja. Ne? Ja. Vielen Dank, viel Spaß, ne, bei dir. Ja.